Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Natürlich habe ich mir für den heutigen Freitagspodcast auch einen besonderen Gast eingeladen. Es ist jemand, den ich schon sehr lang kenne, den ich als Sparringspartner sehr schätze, speziell für den Themenkreis Stiftungsvermögen, was wir schon telefoniert haben und uns einig darüber sind, wie viel man heute noch als Stiftung an Hausaufgaben hat, wenn es um das Thema Stiftungsvermögen geht, kann ich an der Stelle gar nicht sagen. Es ist Stefan Hake, er ist Finanzvorstand der CER-Stiftung. CER-Stiftung, die CER, die drei Buchstaben, stehen für Konferenz der Europäischen Rabbiner, eine sehr spannende Organisation, lieber Stefan Hake, für die Sie als Finanzvorstand agieren, fungieren. Ich würde Sie bitten, herzlich willkommen im Freitagspodcast, dass Sie uns die CER-Stiftung, die Konferenz der Europäischen Rabbiner, kurz vorstellen, weil ich glaube nicht, dass schon unendlich viele Menschen davon gehört haben, aber was Sie mir heute auch im Bürorundgang gezeigt haben, ist wirklich beeindruckend. Herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich kann dieses Kompliment der Sparringspartners nur zurückgeben, sehe ich genauso. Aber genug der Freundlichkeiten, kurz die Vorstellung. Genau, wir kommen jetzt mal zum Ernst der Sache. Genau, die Europäische Rabbinerkonferenz ist vielleicht vielen so in ihrem alltäglichen Leben nicht wirklich bekannt oder bewusst begegnet. Dennoch gibt es uns seit nahezu 70 Jahren. Und hier sind im Prinzip alle europäischen Rabbiner, also jüdische religiöse Gemeindevorstände, wenn man so will, organisiert. Es ist also auf der einen Seite eine Interessenvertretung, nichts anderes. Auch eine Community, wenn man so will, aber eben für ganz Europa, mit einem Oberrabbiner, einer eigenen jüdischen Gerichtsbarkeit, dem Beit Din, und allem, was so eine Interessensvertretung auch an Daseinsvorsorge liefert, Seminare, Workshops, Unterstützung in der täglichen Arbeit, aber auch übergeordnete politische Arbeit, also so eine Art Think Tank und Interessensvertretung sind wir auch. Besonders für uns ist vielleicht, wir sind sehr in Europa verwurzelt und in London gegründet. Der Sitz wurde aber im September auf Einladung der Bayerischen Staatsregierung nach München verlegt und seitdem haben wir hier unseren Sitz. Wir sind seit jeher eher sowas, was man heute vielleicht eine agile Organisation nennen würde. Das sind wir aber schon, seit es den Begriff noch gar nicht gab. Und sind ungefähr 25 bis 30 Mitarbeiter. Wir haben auch freie Mitarbeiter, deswegen kann man das nie so genau sagen. Sitzen hier im Büro mit 10 Mitarbeitern, sind also auch klein und schlagkräftig. Mhm. Und von hier aus wird das gesamte europäische Doing organisiert, koordiniert, organisiert. Wir verleihen drei große Preise im Jahr, eine unserer wichtigen Arbeiten und zum Beispiel auch einen Digitalpreis, was vielleicht jetzt eher unerwartet ist. Aber wir machen eben wirklich sehr viel auch an Seminaren, bilden Rabbiner aus, junge Rabbiner, machen Leadership-Programme. Also wirklich das, um Leute zu befähigen, zu empowern, zu professionalisieren. Und dafür stehen wir als Stiftung in Europa. Was sind so die Themen, die Sie momentan in der Programmarbeit am ehesten umtreiben? Vielleicht können Sie da noch ein, zwei Worte dazu sagen. Ja, der Schwerpunkt, ich sag mal, bis zum Jahr 2030 ist so ein bisschen unser Plan, ist tatsächlich dieses Thema Daseinsvorsorge zu verbessern. Warum? Die Förderung jüdischen Lebens in Europa ist einfach ein Konsens in Europa. Und das geht nur, wenn man die Rahmenbedingungen dafür schafft. Und die gehen einfach von den jüdischen Gemeinden aus. Und wenn man diese stärkt, dann wird man auch das jüdische Leben in Europa stärken. Und das ist eine unserer Hauptaufgaben und da tun wir viele Dinge von sehr praktischen Sachen. Jeder hat vielleicht schon mal gehört, koschere Lebensweise. Mhm. Da tun wir viel, ich will da nicht ins Detail gehen, weil es ist wirklich komplex. Aber da tun wir viel, aber genauso, es gibt bei uns auch weibliche Rabbiner, weiß auch nicht, ob sich das schon rumgesprochen hat, aber es gibt weibliche Rabbinerinnen und auch für die machen wir Seminare, bringen Leute, die gerade erst in ihre Aufgabe gestartet sind, starten sie mit Rüstzeug aus, bringen sie an den Start, haben Alumni-Veranstaltungen, wo wir diese Leute auch einer Community geben und sagen, Europa ist nun mal ein breites Feld. Wir sprechen von geografischem Europa. Also jemand, der in London sitzt,
bei einer Gemeinde und junger Rabbiner ist, wird wahrscheinlich in einer anderen Situation konfrontiert sein, als jemand, der in einer ganz kleinen Gemeinde in Moldau sitzt, nahe am Ukraine-Krieg ist, in dem der in UK auf der Insel vielleicht sehr entfernt ist. Allein da kann man sich schon Unterschiede vorstellen. Und die Gemeinde in London ist vielleicht mehrere tausend Leute groß und die in Moldau ist vielleicht in Chisinau vielleicht 1000. Mhm. Und allein dadurch ergeben sich spannende Felder, die durch Austausch leben und wo man die Leute auch empowern muss und ausstatten muss, befähigen muss. Das ist viel, was wir tun. Also wirklich eine Agenda, sehr auf der Höhe der Zeit, muss ich sagen. Sie haben ja auch im Vorgespräch noch so ein bisschen mich mal reinschauen lassen in Ihre tägliche Arbeit. Wir wollen ein bisschen sprechen über das Thema Kapitalanlage in der jüdischen Welt. Wir haben uns zusammen ein paar Fragen überlegt mal und haben die zirkulieren lassen in der jüdischen Welt zum Thema Kapitalanlage und was man vielleicht aus diesen sehr langfristigen und schon sehr, sehr lange existierenden Regeln bzw. Eckpfeiler, was man sich da vielleicht als Stiftung herausziehen kann. Und meine erste Frage wäre, beziehungsweise lassen Sie uns vielleicht erstmal in den Fragenkatalog so kurz mal reinschauen. Mhm. Was haben wir uns denn da eigentlich so für Fragen überlegt und was könnte die Inspiration für Stiftungen an der Stelle sein? Also die Grundausrichtung war ja mal, ich bin hier als Finanzvorstand hingekommen, habe mir gedacht, gibt es eigentlich irgendeine Spezialität im Asset Management? Gibt es Do's und Don'ts? Wir reden viel über islamische Kapitalanlage. Genau. Ja, da gibt es auch viel zu lesen. Ne? Kapitalanlage koscher, so ein Fragezeichen. Ja. Und dann sitzt man da und sagt, der erste Griff ist zu Dr. Google zu gehen und mal zu googeln. Und dann fand ich es schon spannend, weil ich habe kaum was gefunden. Mhm. So, man kommt gleich auf Islamic Banking und so weiter, was hier berechtigterweise eine große Verbreitung hat. Wir haben eine große Community in Deutschland und in Europa sowieso. Und dann stellt man sich die Frage, gibt es da eigentlich gar nichts oder gibt es vielleicht doch was? Mhm. Und dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich hier als Europäische Rabbinervereinigung auf der größt anzunehmenden Thinktank-Quelle sitze überhaupt, nämlich in allen europäischen Staaten Rabbiner zu haben und einen hochgebildeten Präsidenten, den Oberrabbiner von Europa, der jetzt nur, by the way, den Karlspreis verliehen bekommt im Mai, nach Zelensky und nach Macron und nach dem Papst, dem lebenden Papst. Und dann stellt man fest, dass es da total viel gibt an Regeln. Also man sagt ja, dass es im Judentum 613 Regeln gibt, an die sich irgendwie jüdische Menschen halten sollten. Da gibt es dann auch ein paar, die sich tatsächlich damit befassen, wie man mit Geld umgehen soll, aber auch ganz schnell mit so Sachen beschäftigen, wie wir vielleicht Nachhaltigkeit sagen würden oder Impact oder Sustainability, indem man vielleicht sagt, tu mal schon mal gar nichts, was einem anderen schadet mit deinem Geld. Und damit auch, was der Welt nicht schadet, ne? Also genau. So dieses es gibt eine Grundauffassung im jüdischen Wertekanon, wenn man das so sagen kann, die sagt, mach die Welt zu einem besseren Ort. Und dem sollte erstmal alles untergeordnet sein. Und meide alles, was sie zu einem schlechteren Ort macht. Genau. Und gucke vor allen Dingen, wenn das betrifft jetzt im engeren Sinne nur Geschäfte von einem Jüdischgläubigen zu einem Jüdischgläubigen. Wenn du sicher gehen willst, dass du nach dem Gesetz handelst, dann guck, ob der andere, dem du dein Geld gibst, auch nach deinem Gesetz handelt. Weil wenn du dir nicht sicher bist, dass der das wirklich tut, dann ist dieses nicht dem Gesetz folgen natürlich dem zuzurechnen, der den Fehler macht, aber zu 100% auch dir zuzurechnen. Und da wird dann so ein Ding draus, wo ich sage, ach ja, wenn ich jetzt als Stiftungsvorstand drauf gucken müsste, mal übersetzt, ich bin nicht jüdischen Glaubens, aber mal einfach das zu abstrahieren, zu sagen, eigentlich muss ich 100% sicher sein, dass der, dem ich mein Geld gebe, mal wirklich meine Regeln befolgt. Und dann kann ich nicht sagen, naja, jetzt hat er eine von 10 nicht beachtet, aber 9 sind ja erfüllt. Jetzt hat er einen kleinen Fehler gemacht, sondern dann ist es mein Fehler, der ihm das Geld gegeben hat, weil ich ihn nicht richtig überwacht habe. Und das ist eigentlich eine Maßgabe fürs Risikomanagement, jetzt sage ich einfach mal, von einem Stiftungsvorstand. Genau, und das dreht das auf den Kopf und da sind wir sofort bei Business Judgment Rule, exakt, die eigentlich genau das sagt. Mhm. Und jetzt sind wir bei Regeln, die irgendwie ein paar tausend Jahre her sind, als die mal aufgestellt worden sind. Und dann frage ich mich, warum kann ich es nicht googeln? Warum spielt das eigentlich
keine Rolle. Ich will überhaupt nicht sagen, dass jetzt, dass wir sagen, wir streichen jetzt Kapitalanlage, Ideen, Richtlinien, Wertekomplexe der katholischen oder der evangelischen Kirche oder die über Jahrhunderte erarbeitet wurden, gar nicht. Aber ich lasse einfach einen bisher einen Aspekt außen vor, der aber da ist, von dem ich aber gar nichts weiß, und zapfe uraltes Wissen, was sich bewährt hat, überhaupt gar nicht an. Weil wenn ich sage, ich will die Welt in der Kapitalanlage mit dem Geld nicht schlechter machen, ja, ich will sie zum besseren Ort machen, dann sind wir ja schon bei Fridays for Future. Genau, das hatten Sie vorgestellt, finde ich eine sehr schöne, Sie haben gesagt, versöhnliche Idee. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Also, wenn wir, es gibt ja diesen alten Spruch, umarme deinen Feind so lange, bis ihm die Luft wegbleibt. das will ich damit nicht sagen, aber wenn ich sage, wenn ich den Ansatz breiter mache und mehr Leute inkludiere, also Inklusion im wahrsten Sinne mache, dann gelingt es mir vielleicht auch irgendwann mal zu einer Lösung zu kommen und von der Problematisierung, schalten Sie jede Talkshow ein, die Sie wollen, dort wird problematisiert, aber eigentlich nie gelöst. Und vielleicht, ich will nicht sagen, dass wir damit jetzt die eierlegende Wollmilchsau, sagt man ja in Bayern, gefunden haben, sondern vielleicht einen kleinen Aspekt, über den es sich lohnt, in Zukunft mal nachzudenken. Ja, zum Beispiel das Thema Risikomanagement, da ist, finde ich, was dran. Also Business Judgment Rule zu übersetzen, was ist zum Wohle der Stiftung? Ist es zum Wohle der Stiftung, Risikomanagement genau so zu interpretieren? Würde ich sagen, kann man einen Haken dran machen. Wie steht es denn um das Thema Streuung, Diversifikation, das alles ein bisschen breiter ziehen? Wir vertrauen ja in Deutschland häufig auf eine Anlageklasse. Ja. Und wenn es jetzt richtig professionell läuft, dann auf zwei. Ja. Aber auch das ist eigentlich in der überlieferten Welt nicht das, was man tun sollte. Da, absolut. Vielleicht müssen wir noch einen kleinen Punkt erwähnen. Wenn wir mal nur die jüdische Religionswissensverteilung betrachten, dann findet die sehr, sehr viel mündlich statt. Ja? Man nennt es halachisch, also von Mund zu Mund wird das weitergegeben, das Wissen. Und dann irgendwann schreibt es mal einer auf, dann doch, und dann hat man uralte Quellen, die wirklich ganz, ganz weit zurückgehen, wo der eine den anderen fragt, du sag mal, was soll ich mit meinem Geld machen? Und dann sagt er, pass auf, leg einen Teil in Immobilien, leg einen Teil in Bargeld, in Liquidität an und leg einen Teil in sogenannte Investitionen an. Das stammt aus einer Zeit, da ist Aktienfonds und sowas so weit weg wie irgendwas, da gibt es noch nicht mal Papiergeld. In dieser Zeit bewegen wir uns. Und da sagt einer Investitionen. Das meint dann, gib jemandem Geld, der mit deinem Geld etwas machen kann, vielleicht ein Geschäft größer machen kann und du kannst davon profitieren. Du tust zwei Dinge. Du ermöglichst vielleicht 10 Leute, die jetzt Brötchen bekommen, zukünftig 100 Leute, die frisches Brot essen können. Das ermöglichst du. Und weil der mehr Geschäft macht, kannst du vielleicht auch noch eine Rendite erwarten. Und hast die Welt vielleicht sogar zum besseren Ort gemacht, weil mehr Leute in den Genuss von gutem Brot kommen. Sehr basic Beispiel. Das ist ja fast schon Private Equity. Ich will jetzt niemandem was in Mund legen, aber zumindest ist es ähnlich mit einer Aktie zu sagen, ich gebe einem größeren Topf Geld, dass VW ein Auto bauen kann. Gut, jetzt ist VW vielleicht bei Nachhaltigkeit nicht so das allerbeste Beispiel, aber ich sag mal, ich gebe jemandem Geld, der mit vielen kleinen Sachen eine große Sache erreichen kann. Ich gebe Geld in unternehmerisches Aktivieren. Genau. Oder dem Bau eines Windrades oder eines Solarparks, was auch immer. Und bin damit ein kleines Rädchen an einer großen gesamten Entwicklung. Und das ist eigentlich eine kluge Sache. Und da sage ich, wenn das jemand vor so vielen Jahren schon wusste, vor so vielen 100, vielleicht sogar mehr als 1000 Jahren wusste, dann sollte ich das Wissen doch vielleicht mal anzapfen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Weil wenn sich das mit meinen heutigen, vielleicht so modernen Ideen von Asset Allocation deckt, dann ist dieses alte Wissen, wenn das schon so lange da war, warum wusste ich davon nichts? Vielleicht sollte ich noch mal gucken, gibt es vielleicht noch andere Sachen, die für mich interessant sind. Haben Sie noch eine für uns? Eine vielleicht, die noch interessant ist? Eine Anregung? Ja, also ich glaube, dass dieses Denken an die nächste Generation auch ein Punkt ist. Ich will das deswegen aufgreifen, weil wir sitzen ja heute hier zusammen an einem Tag, an dem der Finanzminister verkündet, wie das Rentensystem gerettet werden soll.
da ist ein großer Punkt, wir nennen es nicht Staatsfonds, aber ich habe heute gehört, es wird eine Stiftung gegründet. Mhm. Diese Stiftung bekommt einen zweistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr und damit soll ab 2030, 35 die Rente ein Zubrot erhalten, um das Rentenniveau halten zu können. Wir denken also sehr an die nächste und eigentlich ja schon an die nächste Rentnergeneration. Und das ist hier auch tief verwurzelt. Also hier ist tief verwurzelt zu sagen, du solltest zwar was in die nächste Generation weitergeben, aber du musst sie vor allen Dingen befähigen, dass die nächste Generation in der Lage ist, ein eigenwirtschaftliches Leben aufzubauen. Also nicht dieses Erbe, also ich spare jetzt so viel an, dass meine Kinder mal so viel Geld haben, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Das ist überhaupt nicht die Basis, sondern die Basis ist, die nächste Generation so umfassend zu befähigen, dass sie in der Lage ist, ein lebenswertes Leben zu führen und wenn es mir irgendwie gelingt, vielleicht sogar ein besseres zu führen. Und es ist halt nicht dieses Alimentieren, was wir jetzt seit Jahrzehnten machen, was ehrlicherweise ja gar nicht mehr richtig funktioniert. Ja, das hat halt ein Loch irgendwann dann, wenn weniger Einzahler da sind, als Herausnehmer da sind. Heute hat einer gesagt, vom Sachverständigenrat der Bundesregierung, der hat gesagt, ja, Herr Lindner, zweistelliger Milliardenbetrag, ich glaube, es geht um 10 Milliarden am Anfang, der sagt, es reicht für eine Woche Rentenzahlung. Wir müssen diese Dimension auch mal verstehen. Und dann hat es vielleicht, ist meine Vermutung, mehr mit Mindset zu tun, weil es um Generationen geht, als mit jetzt zu sagen, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, dann müssen wir halt eine Billion in die Hand nehmen. Mhm. Und jetzt schmeißen wir die Druckerpresse an und drucken uns den Euro. Da wissen wir alle, das geht in die Hose, also das wird nicht funktionieren. Und aus dieser Motivation heraus kann man vielleicht dieses In-Generationen-Denken noch einmal mit ein bisschen anderem Kick ins Gespräch bringen und Anlagehorizonte sein lassen. Und ich verstehe es zumindest für mich so, jetzt habe ich noch eine Impact-Investment-Vergangenheit, aber ich sehe es fast als eine Art Impact-Investment, lege dein Geld so an, dass es in der Zukunft was Gutes bewirken kann oder zumindest nichts Schlechtes. Ist schwierig aus der heutigen Perspektive zu sagen, ich habe ein Fernrohr und kann in die Zukunft gucken und weiß genau, wie ich mich heute verhalten muss, damit es zukünftig positiv wirkt. Aber so ein paar Dinge kann ich schon mal außen vor lassen. Also jetzt noch in eine Erdölbohrstation in der Antarktis oder in der Arktis zu investieren, ist vielleicht für die zukünftigen Generationen nicht die super gute Idee. Und es geht ja bei diesem Fragenkomplex auch sehr stark darum, dass eine Stiftung da auch ein bisschen eine eigene Haltung ausprägt, dass sie für sich einen individuellen Weg findet. Und ich finde diesen Gedanken, diese versöhnliche Idee, dass man die Welt auch über die Kapitalanlage nicht zu einem schlechteren Ort machen sollte, sondern zu einem besseren, den finde ich tatsächlich sehr, sehr sympathisch, weil der kann ja auch so eine rote Linie sein. Also wenn ich über Investments diskutiere, über Fonds diskutiere, über Hintergründe von Fondsanbietern diskutiere, dann kann das schon eine Art von Maßgabe sein, die ich jetzt ehrlicherweise sehr, die finde ich jetzt sympathisch. Ja, ich glaube auch dieses Anhäufen von Geld um des Anhäufens von Geld willen. Ja, das ist. Das, um noch also morgen reicher zu sein, als ich heute bin, diesem Primat alles zu unterwerfen, das ist zum Beispiel diesem vielleicht noch ungenutzten Wissenspool der Rabbinical Wisdom fremd. Also zu sagen, es gibt schon irgendwo moralische Grenzen, was das Anhäufen von Geld angeht. Ich kann Geld sammeln, sollte aber dann irgendwie schon auch meine Kraft nutzen, um es für irgendwas einzusetzen. Also das ist dann der Verantwortungsaspekt durch ein sehr, sehr starker. Also wo man auch fragen kann, nehmt ihr Milliardäre alle Verantwortung mal fürs Gemeinwohl? Genau, das kommt vielleicht auch von der, wissen vielleicht auch nicht so viele, deswegen auch spannend, sich damit zu beschäftigen. Jüdische Gemeinden haben früher in der Vorzeit so funktioniert, dass man gesagt hat, wir kümmern uns nur um unsere Community. Also es geht darum, dass es allen gut geht. Wir können uns nicht darum kümmern, dass es allen auf der Welt gut geht, aber uns muss es in unserem messbaren Rahmen mal gut gehen. Und zwar allen. Also wir können nicht zu Lasten jemand anderes leben. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich natürlich in einer globalisierten Welt ausgedehnt. Ja,
Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist dann natürlich auch eng verbunden mit der Frage, ist es förderlich, völlig generell gesprochen förderlich, ist es förderlich, wenn sich Vermögen auf eine wenige Anzahl von Menschen konzentriert und es der Gemeinschaft nichts bringt? Und dann ist die ganz einfache Antwort, nein. Genau, dem Gemeinwohl ist es definitiv nicht förderlich. Genau. Und das heißt, also es ist kein kommunistischer Ansatz, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es darf und soll auch Leute geben, die durch wirtschaftlichen Erfolg reicher sind als andere und sich mehr leisten können, ohne Frage. Aber dieses Thema, etwas zurückzugeben, etwas Gutes zu tun, mildtätig und Unterstützung zu üben, auch finanzieller Art und Weise, ohne einen Profithintergrund von Zinsen oder Ähnlichem, der ist, glaube ich, etwas, was ich vermute mal einfach und weiß es auch durch einzelne Gespräche, auch einer jüngeren Generation durchaus sympathisch erscheinen. Ja? Und das will keine kommunistischen Strategien irgendwie wieder modern machen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dafür ist auch das, was man zumindest weiß, der jüdischen Welt jetzt auch nicht bekannt dafür, die Unterstützer des Kommunismus zu sein. Ja. Allerdings, lieber Stefan Hake, wir könnten jetzt, glaube ich, nochmal die gleiche Zeit darauf verwenden, noch ein bisschen tiefer einzusteigen in unseren Fragenkatalog. Aber unsere 15 bis 20 Minuten sind erschöpft. Sie sind Finanzvorstand der Konferenz der Europäischen Rabbiner, der CER-Stiftung, und wie immer mit Ihnen, wir fangen relativ plastisch an und schweifen dann sehr philosophisch ab, stellen uns mal die großen Fragen. Ich freue mich schon drauf, wenn Sie bei uns beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen, dem 5. und 12. Juni mit dabei sind, wo wir das dann nochmal ein bisschen vertiefen und auch nochmal ein bisschen stärker in die Breite tragen, weil ich glaube, von diesem Gedankengut muss man sich einmal ein bisschen infizieren lassen, man muss das ein bisschen sichtbarer machen und man muss es dann auch tatsächlich ein bisschen nach draußen transportieren, weil da sind sehr viele wertvolle und ich finde auch sehr praxisnahe Aspekte mit drin, die man im Stiftungsvermögen berücksichtigen sollte, insbesondere wo sich viele Stiftungen fragen, ja, wie mache ich das denn eigentlich und was sind denn meine Maßgaben und was sind denn meine Eckpfeiler, meine Parameter, darüber wird momentan viel diskutiert und deswegen freue ich mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, danke dafür und dass Sie auch am 12.06. mit dabei sind. Sehr gerne, freut mich, wenn wir Interesse gemacht haben, an dem Punkt weiter wissen zu wollen. Ja, das definitiv. Bei mir haben Sie auf jeden Fall Appetit ausgelöst, dass wir das nächste Mal koscher essen gehen. Da freue ich mich drauf. Das machen wir. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast der HeuMPO auf www.stiftungenstärken.de und überall da, wo es Podcasts gibt.